Ja, herzlich willkommen zu einem Video wiederum im Kanal mit Don Matteo unterwegs. Eines der regulären Videos alle 14 Tage am Donnerstag um 3. Das wäre jetzt wieder soweit und Deutschland ist am Start. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, ist der Ausgangspunkt Nürnberg. Wir werden von Nürnberg aus mit diesem wunderschönen Zug, dem EC23 Johann Strauß, von Nürnberg über die Nürnberg-Regensburg Deluxe Map fahren nach Regensburg. Und da haben wir eine ganz schöne Strecke vor uns. Es ist ideales Wetter und wir haben ein sehr schönes Fahrzeug. Und mehr möchte ich eigentlich dazu gar nicht sagen, sondern wir steigen in den Führerstand, rüsten die Lok fertig auf und dann geht es dann auch schon los. Genau, die Türen sind geöffnet. Das mache ich mal zu. Ich habe keine Ansagen am Start, weil wir haben einen Sprecher im Szenario drin. Das Szenario ist von Oberheizer 78 kreiert und eingesprochene Ansagen sind von Domede Zucker. Deshalb brauche ich das alles nicht, was der RW-Enhancer da so bietet, mit Ausnahme der HUD. Die werde ich dann brauchen. Aber die Türöffnungsgeschichte, das brauche ich so jetzt nicht. Da steht noch ein CE1 neben uns, der hat dann auch noch etwas vor. Wir sind eigentlich so weit aufgerüstet. Ich kann da noch die Handbremse lösen. Voilà. Dann die Bremse auf 4,7 anlegen. Der Luftpresser ist soweit auch. 10 bar gewesen. Das Licht schalten wir noch ein. Dann haben wir hier unsere wunderbare 103108-7, die also den EC23 Johann Strauß nach Regensburg bringen wird. Spielen tut das Szenario 1996. Deshalb haben wir auch hier noch älteres Rollmaterial im Einsatz. So, wann haben wir denn da überhaupt Abfahrt? 25, das ist gut. Sehr gut, dann schließen wir die Türen. Dann machen wir die Hut aus. Sind sie zu, sie sind noch offen. Jetzt funktioniert's. So, dann schalten wir mal Leistung auf. Also wenn wir den Hauptschalter dann auch noch einmachen, können wir dann auch Leistung aufschalten. Das ist so.
Fahrmotorlüfter, der muss auch noch an, hä? So, jetzt sind wir optimal vorbereitet. Und verlassen da jetzt mal Nürnberg. Sehr geehrten Damen und Herren, wir begrüßen Sie recht herzlich an Bord des EuroCity 23 auf dem Weg nach Wien-Westbahnhof über Regensburg, Plattling, Passau Hauptbahnhof, Scherding, Neumarkt-Karlhamn, Wels, Linz, St. Pölten, Wien-Hütteldorf und Wien-Westbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Ladies and gentlemen, we welcome you aboard the EuroCity 23 to Wien-Westbahnhof via Regensburg, Plattling, Passau, Scherding, Neumarkt-Karlhamn, Wels, Linz, St. Pölten, Wien-Mitteldorf and Wien-Westbahnhof. We wish you a pleasant journey. Zu Ihrer Information, im vorderen Zugteil befindet sich die erste Klasse sowie das Bordbistro. In den hinteren Zugteilen befindet sich der Fahrradwagen sowie die zweite Klasse. For your information, the front section of the train there's the first class and the bob is through, and then the rear section of the train there's the fire cycle train and the economy class. Genau, dann sind wir da im Bild. Die LZB habe ich jetzt nicht angemacht, weil es nur ein kurzes Stück da LZB geführt ist.
auch eine sehr, sehr, sehr schöne Strecke da für den TS. Nürnberg-Regensburg vom DTG rausgekommen im Ursprung. Dann hat sie hier mehrere Anpassungen gegeben. Es gibt eine Version von Lord Pulpe. Eben dieses Deluxe Upgrade hier.
der einstige Stolz der Deutschen Bahn, diese 103. Gebaut in den Jahren 1970, 74. Und die Vorserie, die E03, die war schon in den 60er Jahren gebaut worden. Serie ist dann 86 bis 97 ausgemustert worden. Hat dann für tollen KI gesorgt.
mit Abwechslung hier zum Fahren. Und ehrlich, wenn man da jetzt einfach so zum Fenster rausschaut, hat man wirklich das Gefühl, man sei in echt unterwegs. So toll ist das hier ausgestaltet. Walzermusik von Johann Strauss und dann wäre das Ganze komplett. Wir können ja mal schauen. Hier in den Wagen ist keine Johann Strauss Musik zu hören. Auf der linken Seite da so Sonnenkollektoren. Das ist etwas, das ich mir in der Schweiz nicht vorstellen könnte, da so Felder mit Sonnenkollektoren. Aber in Deutschland gibt es das.
Schwarzwald. Fährt man da durchs bewaldete Gebiet. Viadukt mit der weißen Laber. Thank you.
finde es fantastisch. Jetzt dann noch weiterführen.
jetzt nach Passau runterfahren. Dann über Wels bis hoch nach Linz. Dann müsste man irgendwie noch darauf warten, dass RSSLO Linz, St. Pölten, Wien irgendwie nochmal kurzschließen würde. Dann könnte man also von Nürnberg bis nach Wien fahren. Das wäre natürlich toll. Aber nicht in einem Stück, sondern eben schön etabliert. Immer wieder etwas Luft hat. So, wo sind die denn? Parsberg? Leistung aufschalten will, kann man da den Schalter kippen und dann kriegt man diesen Leistungsschub. Aber ich nehme das jetzt etwas gemütlicher. Wir fahren jetzt eher einen gemütlichen Walzer und nicht einen schnellen Walzer von Johann Strauss. Beratshausen kommen.
dann. Die österreichische Lok auch unterwegs. So, achtet euch jetzt kommen gleich die GPAs da. Voilà, da haben wir sie schon. Die Bösen. Und die schlagen dann knallhart zu, wenn ihr nicht auf der angekündigten Geschwindigkeit seid. Aber uns haben sie jetzt nicht erwischt. Das hier also Beratshausen. Und jetzt geht es dann gleich noch einmal über die Eisenbahnbrücke Beratshausen, über die Schwarze Laber.
alle da, das müssen wir dann berücksichtigen. Ich kann mich gar nicht satt sehen bei diesem wirklich tollen Ausblick da. Gerade passiert und jetzt kommt dann Ettershausen. Und dann noch 12 Kilometer, bis wir in Regensburg sind. Aufgrund des Gefälles und der Masse kann man da sehr viel rollen lassen, ist natürlich auch schonend für die Lok. Dass wir da gar nicht so viel Leistung aufschalten brauchen. Thank you.
Eisenbahnbrücke Maria Ort sein. Das kommen wir da schon langsam wieder ins Ebene. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir reichen die Kürze Regensburg auf Gleis 9. Der Ausstieg befindet sich auf der linken Seite. Sie haben Anschlussmöglichkeiten an den Intercity 688 von Dallerland nach Würzburg Hauptbahnhof sowie an den Interregio 2066 nach Oberstdorf. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen hier aus bzw. umsteigen und wünschen Ihnen noch eine angenehme Fahrt. Ladies and gentlemen, in a few moments we arrive at Regensburg Main Station on Platform 9, the exit on the left hand side of connection to Intercity 688 Rotthalerland to Würzburg Main Station and to the Interregio 2066 to Oberstdorf. We say goodbye to all passengers who change or leave the train here and wish you a pleasant day. Genau, wir haben es vorhin gesehen, auf der rechten Seite kommt dann die Strecke von Ingolstadt her mit rein. Das ist ja auch ein Projekt, das RSSLU noch im Köcher hat für dieses Jahr, dass sie die Strecke von Regensburg nach Ingolstadt bauen möchten. Das ist vor allem eine eingleisige Strecke, aber dann auch interessant natürlich für den Güterverkehr. So lassen wir uns überraschen, was da auf uns zukommt. Wir erreichen jetzt, wie gesagt, in Kürze Regensburg. Zeit, das passt ja wunderbar. Auch schön Material abgestellt hier links und rechts, toll gemacht, wirklich. Es gibt sofort ein ganz spezielles Feeling. Ein sehr schönes Szenario von Oberheizer 78. Vielen Dank, dass ich das zeigen durfte. Und ja, das ist dann schon unser Endhalt. Ein Kollege wird dann weiterfahren in Richtung Passau. Ja, mit diesem Bild würde ich dann sagen, das war's. Ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen, da in der schönen 103 der TE-Lackierung und hinten dran der EC Eurocity 23 Johann Strauß, der jetzt weiter nach Wien fahren wird, aber leider ohne uns. Und ja, wie gesagt, in 14 Tagen gibt es wieder was Neues. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und vielen herzlichen Dank, dass ihr meine Gäste wart. Tschüss zusammen!